Naja, wir haben es in der Schule gehört von unserem Französischlehrer und Geschichtslehrer. Und da hat er gesagt, da könnt ihr ruhig hingehen. Und ich hatte dann so eine Gruppe von vier Leuten, von vier Kameraden. Wir sind heute noch in Kontakt. Und wir sind dann fast vom Stuttgarter Tor bis zum Schloss parallel zur Stuttgarter Straße mit runtergelaufen zum gerannt zum Schloss und haben es dann noch geschafft, sozusagen uns in die Menge zu drängen und relativ früh vor dem Balkon und nahe de Gaulle zu sein. Es war toll. Mein Vater nahm meinen Bruder und mich nach Ludwigsburg mit. Mein Großvater lebte hier. Und wir standen dann quasi mit dieser riesigen Menschenmenge an der Allee. Ich bin von Stuttgart aus mit dem Omnibus, mit einem Sonderbus, stand am Stuttgarter Omnibusbahnhof, Sonderbusse bereit, nach Ludwigsburg zu fahren. S-Bahn gab es ja nicht, das war nicht die einzige Möglichkeit. Und es standen unglaublich viel mehr Leute schon in Stuttgart, die eigentlich mit dem Bus zu diesem Ereignis fahren wollten, als möglich war. Ich kam also mit dem Bus hier nach Ludwigsburg und war schon in der Anfahrt überwältigt, was sich an Menschen in dieser Stadt und durch die Straßen bewegte. Ich kannte Ludwigsburg nicht näher, war aber überwältigt, in dieser Konzentration so unglaublich viele Leute zu erleben, die alle auf dem Weg Richtung Schloss, Schlosshof waren. Ich habe als Student in Stuttgart natürlich Radio gehört und die Übertragungen verfolgt von den vorhergehenden Besuchen in den anderen Städten, Hamburg oder München. Und die Begeisterung, die da de Gaulle entgegengeschlagen hat, die hat mich also schon interessiert und fasziniert. Und als dann eben der Abschlussbesuch in Ludwigsburg auf dem Plan stand, dann habe ich mir gedacht, das wäre eine nette Abwechslung. Ich nehme mein Fahrrad und fahre mal hierher. Weit ist es ja nicht. Und dann kann ich das ganze Ambiente hier mal selber und vor Ort erleben. Ja, bei uns war so, dass in der Schule gesagt wurde, de Gaulle kommt nach Ludwigsburg und wir sollten oder wir können mit dem Zug hinfahren und das Ganze miterleben. Und da waren eigentlich fast alle sofort dafür. Mein Vater war damals Schlossverwalter, auch seit 1950. Und ja, ich war dann als Jugendlicher mit 12 Jahren beim Besuch dabei. Ich hatte da eine gewisse Verbindung dazu, da ich in der Nähe vom Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg in der Gartenstraße gewohnt habe und dort öfters ein- und ausging in diesem Institut, weil mich das interessiert hat. Und so kam das eigentlich zustande. Und ursprünglich war das nicht geplant, dass die Schule oder die Schulklasse dorthin ging, aber wir hatten da einen sehr vernünftigen Geschichtslehrer und dem habe ich darüber berichtet. Und so kam es, dass wir damals, wer wollte, von den Schülern freiwillig zu dieser Veranstaltung quasi eingeladen wurde. Und wir waren ziemlich weit vorne im Schloss und haben das alles miterlebt. Wir haben in der Schule darüber gesprochen natürlich. Ich war damals in der 3. Klasse im Schiller-Gymnasium. Heute wäre es die 7. Klasse. Als ich da mit dem Fahrrad über die Salonhöhe da runtergefahren bin, war der allererste Eindruck von Ludwigsburg die riesen, endlosen, langen Kolonnen von schwarzen Luxus-Mercedes-Limousinen, die da runtergefahren sind. Ich bin ja über die alte Solitude-Allee gekommen, der Hauptstraße war ja gesperrt. Und ich hätte damals nie gedacht, dass das meine erste Begegnung mit Ludwigsburg ist, oder vielmehr sie war es, aber dass es nicht die letzte sein wird, sondern dass ich 6 Jahre später oder dass wir 6 Jahre später hier nach Ludwigsburg gezogen sind und heute immer noch hier sind. Es war auf einmal die Welt in Ludwigsburg. Es war ganz was Besonderes für die Stadt, wo es sonst einfach das Leben dahin geplätschert ist, war das was Besonderes. Man hat gespürt, auch die Erwartungen von den Menschen, dass da was Besonderes passiert. Und uns junge Leute war das natürlich, da muss man hin, das muss man sehen, das muss man hören. Ja,
Ja, ich erinnere mich, irgendwann kam mal Unruhe auf und plötzlich sagte jemand, es geht ins Schloss, es geht ins Schloss. Die Leute, die haben sich gesputet und dann ging es direkt in den Schlosshof hinein. Aber ich war damals noch nicht so groß. Es waren lauter Erwachsene oder Jugendliche um mich herum, die größer gewesen waren. Aber Gott sei Dank war Charles de Gaulle ja von großer Gestalt. Wir standen, das war ja abgesperrt und da waren die Parkbalustraden, möchte ich mal sagen, die Zäune. Und da standen wir etwas überhöht und haben das alles gesehen und auch die Rede, die gehalten wurde von dem Charles de Gaulle, als auch von Lübcke, der ja gesprochen hatte. Und wir haben auch die Anfahrt gesehen, die ganze Zeremonie, das war hochinteressant für uns. Ich wollte ja den guten Mann sehen, wie er einfährt in Ludwigsburg, war in der vorderen Schlossstraße, kurz vor dem Eingang zum Schloss, und habe auf ihn gewartet. Und dann kam er in der schönen schwarzen Mercedes-Limousine stehend, voller Stolz, Staatsminister, da war ich schon außen von ihm beeindruckt. Es war für einen Stuttgarter schon überwältigend, diese wunderbare Schlossanlage erleben zu können. Und ich erinnere mich genau, es war gar nicht einfach, in den Schlosshof zu gelangen, aber es gelang mir im vorderen Drittel, etwa in der Mitte, einen Stehplatz zu finden und dann das weitere Geschehen zu beobachten. Also so ganz genau weiß ich es nicht mehr, wo ich stand. Ich denke eher so in der Mitte, denn es war ja wahnsinnig eng. Es waren ja wirklich unendlich viele junge Menschen. Da bin ich gestanden und es war natürlich so, ich war damals 15, ich fand es natürlich toll, was da alles an Jugend überhaupt da war, ja? Die Menschenmenge war natürlich beeindruckend und vor allem auch die, bevor es schon zur Rede gekommen ist, die ganzen Hurrarufe und Wie-Rufe und so weiter, also das war schon was Einmaliges. Ich hatte einen Logenplatz, also wahrscheinlich einer der besten Plätze von den 10.000 bis 15.000 Menschen im Schlosshof. Ja, es waren 3000 Jugendliche eigentlich zugelassen. Trachtengruppen, Pfadfindergruppen, Jugendgruppen aus ganz Baden-Württemberg. Alles nur Jugendliche, die eben speziell eingeladen waren, durchsucht und überprüft wurden. Ja, und dann kam Adenauer, blickte in den Schlosshof, sah Hof zu einem Drittel gefüllt, vielleicht 3000 Leute. Und er sagte, was denn, was soll das? Draußen stehen Zehntausende und hier ist der Hof leer. Das können wir niemand zumuten. Mein Vater sagte, das wären die Polizeiauflagen. Daraufhin ließ er sofort den Polizeichef kommen, ordnete an, die Tore zu öffnen, vorne und hinten. Er würde alles auf seine Kappe nehmen. Und dann wurde aufgemacht und dann innerhalb weniger Minuten war der Schlosshof geflutet. Tja, das hier, das habe ich gefunden in Unterlagen von meinem Vater, das war meines Wissens das gesamte Sicherheitskonzept, das ist ein Bestuhlungsplan des Schlosshofes mit einigen Pfeilen, wo es zu den Notausgängen geht. Tja, und wenn ich jetzt daran denke, 2012 zum 50-jährigen Jubiläum, das Sicherheitskonzept war so dick, es war ein richtiges, dickes Buch. Also da haben sich die Zeiten schon ganz, ganz gewaltig geändert. Ich erinnere mich am meisten noch an den Mann, die Größe, die gerade Weise, wie er stand, wie ein Ladestock verschluckt. Und dann vor allen Dingen, wo er angefangen hat zu reden, diese Gestik. Also mir ist in Erinnerung, dass ich das ganz großartig fand, dass die Rede auf Deutsch war. Und de Gaulle hat damals, also das ist bei mir ganz stark in Erinnerung, ein Pathos in seiner Stimme, ja, wie er sprach, ja, und die Jugend und wir sollen stolz auf uns sein. Das hat mich schon beeindruckt, muss ich sagen. Aber ich erinnere mich daran, dass mein Vater und auch sehr viele andere Tränen in den Augen hatten, frenetisch geklatscht hatten. Man darf ja nicht übersehen, für diese Generation war ja Frankreich der Erbfeind gewesen. Ja, ich wusste ja aus der Geschichte heraus, dass Charles de Gaulle in Elsaß-Lothringen geboren wurde und auch gelebt hat. Und in Elsaß-Lothringen hat man
zu vielen Jahrzehnten vorher Deutsch gesprochen. Und die älteren Leute, die dort noch wohnen in den 80er Jahren, als ich mal seinen Heimatort besucht habe, weil es mich interessiert hat, die waren alle der französischen Sprache so gut wie nicht mächtig und haben ein Deutsch gesprochen, eben wie die Elsässer. Ein etwas verändertes Deutsch, muss man sagen, aber sehr charmant. Und das war auch die Sprache von Charles de Gaulle. Und er hatte ja so eine tiefe Stimme, so eine sonore Stimme. Und das war also für uns junge Menschen sehr beeindruckend, muss ich Ihnen sagen. Ich war damals 17 Jahre alt. Ich hatte von niemandem jemals eine Rede in der Ansprache an junge Menschen gehört und erlebt. Er beglückwünschte uns in mehrfacher Hinsicht, jung zu sein, junge Deutsche zu sein, die Jugend eines großen Volkes zu sein. Ja, wer hatte uns an sowas glauben lassen? Das war eine ganz große Verwunderung, dass er die ganze Rede in Deutsch gehalten hat. Und das im Schwabenland, weil zu meiner Zeit, da hat ja mancher Schwab gebraucht, ob er überhaupt noch deutlich nach der Schrift sprechen kann. Und er hat in einer astreinen Rede gesprochen und ohne Manuskript. Und das, da waren wir schon voll beeindruckt. Und es war zu fühlen, dass es ihm ernst ist. Das war nicht, ich sag's schwäbisch, dahingeschwätzt, sondern er hat das gemeint, was er gesagt hat. Na, das Erste war tatsächlich das Deutsche. Nicht, da waren wir nicht vorbereitet. Unser Französischlehrer hatte uns gesagt, da solltet ihr hingehen. Da dachten wir natürlich, um Französisch zu lernen. Und dann sprach der Präsident Deutsch, hat uns völlig, oder mich jedenfalls, völlig überrascht. Aber hat mich dann auch umso mehr beeindruckt, nicht? Dass man merkte ja, er sprach gut Deutsch, aber eben nicht flüssig, sondern angestrengt. Und da dachte ich, nun, der große neue Präsident Frankreichs strengt sich an, zu uns, der Jugend in Deutschland zu sprechen. Das fand ich ganz ungewöhnlich. Und hinterher, später als Erwachsener, als Student, habe ich natürlich dann erst mal richtig begriffen, was diese Rede für mich und ja auch fürs Land, glaube ich, bedeutete. Nämlich eine Zeitenwende, wie wir ja heute so oft jetzt schon sagen. Nämlich die Zeitenwende war weg von der Schuld gegenüber Frankreich und dem Angriffskrieg Nazi-Deutschlands. Jetzt plötzlich sagt dieser Präsident, er will Freundschaft anbieten mit der deutschen Jugend und dem großen deutschen Volk. Ehrlich gesagt, waren wir gar nicht vorbereitet, aber es hat tief gewirkt. Das ist für alle Leute in der Mitte der Rede aufgekommen. Er hat einen Beifall bekommen, der zum Schluss fast überzogen war, weil die Menge, die hat gejubelt, auch die hat ihn mitten im Satz unterbrochen und gejubelt. Und das war also so beeindruckend, dass man gleich von vornherein gewusst hat, diese Rede geht in die Geschichte ein. In dem Moment, wo die Leute wieder nach Hause gegangen sind, wo man dann über die B27 war ja abgesperrt, die Menschenmassen darüber gegangen sind, man hatte Leute reden gehört, zugehört. Da war mir eigentlich klar, das war was Besonderes. Es war wirklich auch für mich ein prägendes Ding. Seine Rede an die deutsche Jugend, die war einfach faszinierend. Und das hat uns alles sehr interessiert. Aber ich glaube, dass wir das noch gar nicht erfassen konnten, diese Visionen, die er da hatte. Daran erinnere ich mich noch, das war einige Jahre später im Französischunterricht. Und der Französischlehrer hatte damals diese Rede mit Schülern analysiert. Und da wurde mir plötzlich eigentlich die historische Bedeutung dieses Ereignisses bewusst. Das Erkennen, dass das was Historisches war, das kam eigentlich verhältnismäßig spät. Und zwar erst in dem Augenblick, wo wir Mitte der 70er Jahre Frankreich als Urlaubsland, als naheliegendes Urlaubsland entdeckt haben. Und wir am Anfang noch in den ersten Malen, wie wir dort waren, eigentlich sehr reservierte Reaktionen
der Franzosen erlebt haben, die sich dann allerdings im Laufe der Zeit gebessert haben. Und das war sicher auch eine Frucht von dieser Freundschaft mit Frankreich. Und dann vor allem eben auch, weil wir ja hier in Ludwigsburg die Städtepartnerschaft mit Montbéliard live erlebt haben. Also das hat sicher etwas ausgemacht. Natürlich durch die Aufarbeitung noch in der Schule, im Gespräch mit Klassenkameradinnen und so weiter. Ja, also schon, ich muss sagen, und ich habe sowieso immer eine Liebe zu Frankreich gehabt. Ja, also das hat es natürlich verstärkt, ja. Als er hervorgehoben wurde, auf jeden Fall, dass es eine großartige Geste von diesem französischen Staatspräsidenten gewesen war, 17 Jahre nach dem Krieg, er war ja selbst in der Résistance, eine versöhnliche Hand an Deutschland zu reichen. Na, sie hat eben diesen Charakter gehabt, jetzt wollen wir einen Neuanfang. Und das Land, das mal der Erbfeind war in der deutschen Geschichte und die Schüler noch zwei Generationen vor mir oder eine Generation vor mir den Begriff Erbfeindschaft irgendwie ganz natürlich fanden, der Präsident dieses sogenannten Erbfeindes kommt zu uns, spricht in Deutsch, zeigt damit ein Vertrauen zu uns. Und für mich ist das heute natürlich in der, sozusagen mit dem Abstand schon eines fast gelebten politischen Lebens, dass Vertrauensbildung und den richtigen Moment erwischen, wo man Vertrauen, ja, erzeugen kann, jeden Fall anregen kann, ist ganz wichtig als sozusagen auch Methode, Verfahren in der Politik. Nicht nur Rhetorik, sondern auch begreifen, wann versucht man, um Vertrauen zu werben, vor wem. Und dass dieser französische Präsident eine Rede an die Jugend hält und dort um Vertrauen wirbt und dann auf dieser Basis auch für um Freundschaft, das war ganz ungewöhnlich und für mich bleibt auch die Quintessenz aus dieser Rede und der dann folgenden Geschichte der deutsch-französischen Freundschaft, aber auch der europäischen Geschichte, dass tatsächlich, was er auch gesagt hat, die deutsch-französische Freundschaft auch heute noch ein Grundstein ist, um die Einheit Europas zu schaffen. Ich glaube, wer dabei war, war für sein Leben davon geprägt. Also ich würde die jungen Menschen dazu ermutigen, sich doch manchmal auch ein bisschen mit der neueren Geschichte zu beschäftigen und zu verinnerlichen, dass es eine großartige und mutige Geste von de Gaulle gewesen war. Das war ja durchaus in seinem Heimatland nicht unumstritten. Und ich würde weiter auch den Inhalt der Rede dergestalt weitergeben, dass es immer Sinn macht und dass es gut ist, dass die Völker untereinander vertrauensvoll aufeinander zugehen, manchmal auch losgelöst von dem, was die Regierenden aktuell tun. Also zum einen würde ich den jungen Leuten raten, also politisch zu denken und sich auch einzumischen. Ganz wichtig, ja. Denn die Jugend ist die Zukunft, das hat Charles de Gaulle ja ganz deutlich gesagt. Also sich einmischen, politisch interessiert sein, das finde ich ganz wichtig, denn sie gestalten uns ihre Zukunft, ja. Nicht wir Älteren, sondern die Jungen. Ich wünsche auch, dass das heute noch zum Ausdruck kommt, weil in einer Demokratie ist es notwendig, dass durch alle Altersschichten sich die Leute beteiligen. Das Nächste ist, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass die jungen Leute heute diese Partnerschaften pflegen. Schulpartnerschaften, Städtepartnerschaften, da gibt es so viele Möglichkeiten über die Schule hinaus, auch über Vereine hin oder auch mal ein Semester irgendwo zu verbringen. Also das fände ich ganz wichtig, damit man auch das Denken und das Fühlen der anderen Freunde drüben näher kennenlernt. Denn wir kennen es immer nur aus unserer eigenen Sicht und vielleicht nicht so sehr, wie sehen die uns eigentlich. Und das sollte man da auch lernen. Bemüht euch zu lernen, wie andere Völker denken und handeln. Und dann bringt die guten Sachen mit und dann machen wir die hier. Geht nach Europa, macht Schüleraustausch, macht Städteaustausch, versteht einander, besucht einander und macht kein
nie mehr einen Krieg. Also eindeutig mitgeben, wenn ihr eine Chance habt, sozusagen den großen Leuten mal zu begegnen, dann geht hin und vor allen Dingen hört zu. Und das Zweite ist, guckt auch, wie ihr junge Leute auf der anderen Seite der Grenze, also in dem Fall in Frankreich, und heute heißt das für mich, nach Afrika zu gucken, weil dort ist eine Jugend in gewaltig großen Zahlen, die jetzt noch doch wenig Perspektiven hat, ein Faktor für neue Konflikte, Kriege. Also wäre meine Hoffnung, ich kann ja wenig Rat da geben, meine Hoffnung, dass die deutsche Jugend von heute nicht nur diese Freundschaft und Zusammenarbeit mit Frankreich fortsetzt, sondern auch gemeinsam dann, wenn Sie so wollen, nach Afrika guckt, weil dort ist eine unglaublich interessierte, kreative Jugend, aber es fehlt ihr an Perspektiven. Und wenn dort diese Hand ausgestreckt wird, auch von der deutschen Jugend nach Afrika, ist das ein Beitrag zur Friedenspolitik im 21. Jahrhundert. Die Zahl der damals vorhandenen Örtchen, die einem hohen Staatsgast zuzumuten waren, waren damals noch sehr gering. Die Wahl fiel auf die Toilette im östlichen Flügelbau, gleich hier hinter der Ahnengalerie, ein Stock unter der elterlichen Dienstwohnung. Das war für mich natürlich die Gelegenheit, aus nächster Nähe vom Treppenhaus hinter einer Säule versteckt, einen nahen Blick auf den hohen Staatsgast zu werfen. Mein Vater und die allgegenwärtigen Protokollbeamten plagten jedoch ganz andere Nöte. Das waren die Kronleuchter hier in der Ahnengalerie. In Anbetracht oder im Wissen um die Größe der Goals wurden dann die Kronleuchter als potenzielle Gefahrenquelle eingestuft. Und was war die Lösung? Man hängte sie einfach 15 cm höher. Und ob Sie es glauben oder nicht, sie hängen heute noch so. Wer jedoch nicht auf das stille Örtchen musste, war der französische Staatspräsident. Wer aber musste, war der unter den Ehrengästen weilende Altbundespräsident Theodor Heuss. Er kam an seiner geliebten Zigarre ziehend mit meinem Vater und einigen Sicherheitsleuten durch die Ahnengalerie auf die Toilette zu. Und er war es auch, der als erster mich in meinem Versteck entdeckte, und unmissverständlich forderte er mich auf in seinem Honoratiorenschwäbisch: Junger, komm mal her und heb schnell mal Zigarre. Wenn du willst, kannst du auch mal drauf ziehen. Er entschwand in der Toilette nach wenigen Augenblicken, bevor ich mir überlegen konnte, ob ich das Angebot des Hohen Herrn annehmen soll, kam er zurück, griff nach seiner Zigarre, lobte mich und entschwand mit seinem Dross wieder Richtung Ahnengalerie.